der oder die da jetzt zuschaut. Du bist sowas von richtig. Du bist einfach richtig, so wie du bist. Du bist so richtig, wie du es gemacht hast. Und auch heute machst und jetzt machst, in diesem Moment. Auch wenn etwas in dir dir immer wieder sagt, du bist falsch, du machst es nicht korrekt, du bist nicht gut genug, du hast es nicht verdient, du hast dich nicht genügend angestrengt und dir ist das alles passiert, weil du schlechtes Karma hast oder was auch immer. Du bist richtig. Und wenn jetzt innerlich alle Abwehrmechanismen dieser Erde in dir hochfahren und sagen, nein, der Typ lügt, der spinnt, der kennt dich ja gar nicht, keine Ahnung, dann möchte ich dir sagen, auch wenn es in dir einen Teil gibt, der meint, dass du nicht richtig wärst oder der das jetzt so sagt, so gibt es auch noch etwas in dir, das ewig ist oder das nicht dieser Teil ist, das mit allem verbunden ist. Im Christlichen sagt man Alpha, Omega ist. Etwas, das eben die Essenz deines Wesens ist, was man in der Meditation trainiert, von wo aus man ja dann beobachtet. Und das kannst du auch, dich mit dieser Essenz verbinden. Das hast du vielleicht schon oft getan. Vielleicht hast du es oft getan, ohne es bewusst zu merken oder ohne es bewusst zu wollen oder ohne es bewusst zu tun. Paradox, ne? Getan, ohne es bewusst zu tun. Ja, und wenn du da mal hinkommst oder zufällig vorbeikommst, wie an irgendeiner Frittenbude irgendwo zwischen Castrop-Rauxel und Dortmund-Körne, schöne Grüße an die alte Heimat, dann bist du total richtig, auch an dieser Frittenbude des Lebens, wo sich gerade 5 Leute mit schmierigen Haaren und rußverschmierten Gesichtern einen Döner mit allem und eine Mantaplatte rot-weiß reinziehen. Auch dann bist du völlig richtig, wenn du da rumstehst. Denn auch diese Gegend, die zunehmend herunterkommt, wo ich ja ursprünglich auch, wie gesagt, herkomme, hat auch ihre Qualitäten, nämlich da sind die Menschen zum Beispiel alle direkt per Du. Und das ist so ein bisschen der mediterranste Bereich Nordeuropas, könnte man sagen. Ja, also man ist so sofort auf einer Höhe. Ja, und auch da ist man dann gerade völlig richtig. Egal, wo man gerade ist. Ja, egal, wie du gerade bist und wo du gerade bist. Weil sonst wärst du da nicht so. Und das ist der Punkt. Daran hast du irgendwie was, wenn dir das stinkt, dass es so ist, hast du daran irgendwie was jetzt zu tun oder zu lernen, weil sonst wärst du da jetzt nicht gerade genau da. Das kann natürlich manchmal auch, manche Therapeuten neigen dazu, das dann so in so einen Zynismus zu packen und so. Das meine ich überhaupt nicht zynisch. Ich meine das wirklich so, dass du das wirklich mal selber als Objekt der Erforschung nimmst mit Neugier, dahin zu schauen, was das mit dir zu tun hat. Ja, dass du da jetzt so bist, wo du dich vielleicht auch unwohl fühlst oder wo du dich hinmanövriert hast oder auch mit deinen inneren Teilen, die dich ständig manövrieren und dir auch ständig sagen, nee, hier bist nicht in Ordnung. Der Platz, wo du bist, nicht in Ordnung. Das ist alles nicht in Ordnung. Alles, was du gemacht hast, nicht in Ordnung. Zählt nicht, nicht gut genug. Und da gibt es etwas drin, einen Schatz zu entdecken, etwas Wesentliches zu begreifen. Das ist auch eine haptische Erfahrung. Da geht es um Haptizität. Das ist nicht nur hier, sondern es ist auch hier. Body, Mind, Body und Mind müssen zusammenkommen. Ja? Also es ist eine somatische Angelegenheit auch. Etwas erfassen. Und das ist ganz wichtig, dass du anfängst, das zu realisieren, was das Leben da von dir will und mit dir will und braucht. Und dann ist es natürlich an einem bestimmten Punkt auch gar nicht mehr notwendig,
diesen inneren Stimmen möglicherweise, die dich die ganze Zeit plagen, die volle Kontrolle zu geben über dein Lebensglück. Da kannst du vielleicht auch mal einen Abstand nehmen und sagen, hey, ich bin ja in Ordnung, so wie ich bin. Ja? Vielleicht nicht mit allen Teilen, kann ich noch nicht sagen, aber mit so und so viel Prozent. Natürlich ist das für Menschen total schwierig, die eben überwältigende Erfahrungen und Trauma gemacht haben, also erlebt haben, also erleben mussten. Und für die ist das natürlich eine ganz große, harte Übung. Und je früher das ist, desto schlimmer ist das. Weil wenn das ganz früh der Fall ist, kann man die Negativität der Erfahrung nur auf sich selbst beziehen. Das ist einfach so. Und ja, das prägt sich einfach ein. Und dann ist man sich einfach vom Rest seines Lebens sicher, dass man selber daran schuld ist. Und daran wird man ja auch hingedrillt und trainiert. Und überall Erbsünde und Schule im Vergleich mit den anderen. Du wirst einfach in dieser Kultur und Gesellschaft nicht in deinen Potenzialen gesehen, wie du bist, sondern immer in diesem weiß ich jetzt nicht, wird das zensiert? Verdammten Vergleich. Ja, also das wird wahrscheinlich nicht zensiert. Also du wirst in diese Vergleichsnummer reingepresst und das sind hinterher die Stimmen der anderen, die das in dir behaupten, dass du nicht in Ordnung bist. Die wichtigen anderen in dir. Und das bist aber nicht du. Und du hast eben dieses Wesen, diese Essenz deines Wesens, die ist frei davon. Und da lade ich dich ein, da mal mehr hinzuschauen. Das war die Botschaft des Tages in diesem Sinne. Du bist gut und du bist in Ordnung und du bist richtig, so wie du bist. Mach's gut. Ciao.